So, als nächstes hätten wir Sonic Jam. Und auf dem Modul hat man drei verschiedene Sonic-Titel drauf, und zwar Sonic 2, Sonic 3 und Sonic und Knuckles. Aber man kriegt nicht die Vollversionen, sondern man kann nur ein paar Levels anspielen auf dem Modul. Und ich muss zugeben, das ist das schierste Sonic, das ich je gespielt habe. Es ist ultra langsam, also es ist Sonic mit einer Überdosis Valium. Es ist, wah, und es spielt sich auch echt schlecht. Und ja, also bitte diesem Spiel weiträumig ausweichen, falls ihr es an Gamecom habt oder vorhabt, ein Gamecom euch zuzulegen. Dann hätten wir Jurassic Park, The Lost World, ebenfalls das Spiel zum Film. Und ja, am Anfang kann man sich einen von zwei Charakteren aussuchen. Das erste Level ist ein Fahrlevel und man kann sich auch ein Fahrzeug aussuchen. Das Fahrlevel erinnert mich stark an Road Rash, nur verkehrt rum. Das heißt, man muss versuchen, allen möglichen Hindernissen auszuweichen, beziehungsweise auch Dinosauriern, die einen von hinten überholen und ja, abdrängen wollen und beschädigen wollen. Und man versucht, Erste-Hilfe-Koffer aufzusammeln und einfach nur das Ende des Levels zu erreichen. Und das zweite Level ist ein Plattform-Level, beziehungsweise ein Jump'n'Run, wo man versucht, Dinosaurier-Eier einzusammeln, und am Ende gibt es dann auch eine Art Bossgegner, und ja, man sammelt auch Munition auf und man schießt auf Dinosaurier und so. Ist nicht wirklich besonders, beziehungsweise mir jetzt nicht wirklich gefallen, das Spiel. Dann hätten wir Williams Arcade Classics, und das ist eine Videospielsammlung von fünf Videospielautomaten. Man bekommt Defender, Defender 2, Robotron, Joust und SingStar. Die Versionen sind relativ unterhaltsam, also es macht Spaß, die ab und zu mal kurz zu zocken. Defender 1 und 2 ist ein bisschen schwer, aber ansonsten, ja, kann ich nur weiterempfehlen. Ist nicht schlecht. Der nächste Titel, Duke Nukem 3D. Das ist wirklich ein sehr gutes Spiel fürs Gamecom. Der einzige Haken jetzt einmal ist dies, das Spiel ist nicht in 3D. Es schaut zwar ein wenig aus wie 3D, aber es ist nicht in 3D. Da man sich nicht umdrehen kann in dem Spiel, sondern man kann nur Seitschritte machen und halt eben nach vorne und nach hinten bewegen, ganz normal, aber man kann sich eben nicht umdrehen. Deswegen, es ist kein 3D. Man kann nach vorne schießen, beziehungsweise geradeaus, man kann leicht nach links schießen, leicht nach rechts schießen. Und ja, man bekommt verschiedene Waffen, man kann mit den Füßen hertreten, man kriegt, beziehungsweise man hat die Pistole von Anfang an, man kriegt die Schrotflinte später und man bekommt auch einen Raketenwerfer. Und die Grafik ist sehr gut, der Sound ist sehr gut, man hört auch immer wieder die Sprüche von Duke, und ja, man versucht halt eben Codekarten aufzusammeln, um verschlossene Türen zu öffnen, und schaut, dass man bis zum Ende des Levels kommt. Also, wie gesagt, Duke Nukem 3D kann ich nur weiterempfehlen. Ist ein wirklich sehr guter Titel für das Gamecom. Und dann wollte ich euch noch Resident Evil 2 zeigen. Ja, auch Resident Evil 2 gibt es am Gamecom. Und war ehrlich gesagt einer von den Titeln, die ich unbedingt haben musste fürs Gamecom, weil ich mir gedacht habe, hey, mit Resident Evil kannst du nichts falsch machen. Ich sag's einmal so, wie ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Also am Anfang hat man das Intro und so, man sieht gute Grafik, guten Sound, nur wenn man es dann einmal spielt, ich habe mir gedacht, was soll der Scheiß? Also man kann nur mit Leon S. Kennedy spielen, kein Problem damit. Nur er bewegt sich genauso schnell wie ein Zombie. Gerade einmal, er kann laufen, das ist der einzige Unterschied. Aber ansonsten, es ist alles so langsam und es schaut nicht wirklich so gut aus. Da war ich ein wenig schockiert. Aber ich muss zugeben, ich habe es dann einfach noch einmal probiert später. Und ja, ich sag's einmal so, wenn man dem Spiel Zeit gibt, dass es sich entfaltet, beziehungsweise wenn man sich ein bisschen auf das Spiel einstellt, dann merkt man, dass das Spiel gar nicht mal so schlecht ist. Im Gegenteil, das hat sogar irgendwie was. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er ein großartiger Titel ist, aber es ist, finde ich, kein schlechter Titel. Ich würde es vielleicht sogar Resident Evil Fans empfehlen, aber im Endeffekt, das sollte jeder für sich rausfinden, ob ihm das Spiel gefallen würde oder nicht. Ich würde einfach sagen, man sollte sich auf das Spiel einlassen. Dann findet man vielleicht Gefallen. Ansonsten allen anderen würde ich den Kauf abraten von Resident Evil 2.
So, ganz kurz bevor wir zum Ende des Videos kommen, wollte ich euch noch dieses kleine Werbeheftchen zeigen. Und zwar hier drin gibt es Spiele, die es niemals geschafft haben, dass sie veröffentlicht wurden. Und die wollte ich euch mal zeigen. Gut, hier haben wir mal das Internetmodul. Das wurde veröffentlicht und das benötigt man, wenn man halt eben online gehen will. Dann hier haben wir Henry. Und Henry ist ein Quizspiel und das wurde auch veröffentlicht. Nächstes, ja, Lights Out habe ich eh schon gezeigt, Tiger Casino ist ebenfalls veröffentlicht worden, also da hat man, was hat man da, Blackjack, Poker und was weiß ich, halt eben Karten-Casino-Spiele. Gigapets Deluxe wurde niemals veröffentlicht und was man auch gleich erkennen kann, das Modul schaut ein wenig anders aus als die erschienen sind. Ist wahrscheinlich mehr auf der Cartridge drauf, beziehungsweise auf dem Modul drauf, mehr Speicher und so, aber wie gesagt, Gigapets Deluxe wurde nie veröffentlicht. Name That Tune. Ja, ich nehme mal an, das ist auch ein Quizspiel. Ich glaube nicht, dass es veröffentlicht worden ist, aber da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Wheel of Fortune bzw. das Glücksrad 1 und 2 wurden beide veröffentlicht. Also die weiß ich, die gibt es und ich habe sogar den 1er Teil, aber ja, wollte jetzt noch nicht unbedingt herzeigen. Monopoly, ich glaube, das Spiel wurde nie veröffentlicht, aber möchte es auch nicht hundertprozentig ausschließen. Jeopardy wurde veröffentlicht, das weiß ich. Dann, was haben wir da? Ja, das habe ich eh schon gezeigt. Batman und Robin und Jurassic Park, The Lost World. Small Soldiers, das Spiel zum Film. Soviel ich weiß, wurde es nicht veröffentlicht, aber ja, ich lasse mich gern eines Besseren belehren, falls es jemand weiß. Mortal Kombat Trilogy, habe ich auch schon hergezeigt. Fighters Megamix wurde veröffentlicht, habe ich auch, wollte ich aber nicht unbedingt herzeigen. Indie 500, ja, wir kennen es, glaube ich. Holyfield Boxing, das kam definitiv nicht raus, beziehungsweise wurde nicht veröffentlicht, genauso wie Madden Football 99. NBA Live 99, ebenfalls nicht erschienen. Williams Arcade Classics, habe ich gezeigt. Ja, in Duke Nukem 3D kennen wir. Sonic Jam, kennen wir leider auch. Resident Evil 2, habe ich auch gezeigt. Und sie wollten sogar Castlevania Symphony of the Night veröffentlichen. Und ich habe auch gelesen im Internet, beziehungsweise ich habe es auch gehört, dass es ein Metal Gear Solid hätte geben sollen für fürs Gamecom. Und es war sogar ein Prototyp produziert worden, den man auch spielen konnte. Aber ja, wie gesagt, es wurde nie veröffentlicht, beziehungsweise ging nie in Produktion. Und das Letzte, was wir da noch haben, ist das Tiger Weblink und ich weiß es nicht, ich glaube mit der Cartridge halt eben, da konnte man Cheats runterladen, wie zum Beispiel bei Mortal Kombat konnte man neue Charaktere freischalten oder halt eben bei Jurassic Park konnte man versteckte Kräfte freischalten und ja, also ein zweites Modul fürs Internet. Und im Endeffekt, der Gamecom hatte die gleiche Geschichte wie das R-Zone. Es sind innerhalb von 3 Jahren 3 Systeme erschienen. Alle Spiele sind von Tiger Electronics produziert worden und im Endeffekt keines der Systeme hat sich wirklich durchgesetzt. Und ja, beide Systeme, das R-Zone und das Gamecom, sind ja, erbärmlich gefloppt, sagen wir es mal so. Gut, abschließend die große Frage, will ich diese Systeme weiterempfehlen? Das Tiger R-Zone nur an Sammler und Maximum an Leute, denen LCD-Spiele gefallen, sonst niemanden. Das Tiger Gamecom, definitiv für Sammler, ist ein super System. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Videospieler bzw. Gamer halt eben wirklich Spaß hat mit dem System bzw. mit einigen der Spiele, da sie ja meiner Meinung nach nicht alle grottig sind, sondern da sind wirklich ein paar interessante oder bzw. unterhaltsame Spiele dabei. Aber im Endeffekt muss es jeder für sich entscheiden, ob er es jetzt interessant findet oder nicht. Gut, im Endeffekt das war meine Review vom Tiger R-Zone Handheld und vom Tiger Gamecom Handheld plus einigen von den Spielen, die ich habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es war sehr informativ. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch, bleib gern. Tschüss, Baba.